Mein Name ist Theresa Schmidt. Ich bin hier Assistenzärztin in der Neurologie und ich sozusagen mache jetzt noch den ergänzenden Part. Wie schaut die Standardtherapie aus Sicht der Neuroonkologie aus? Das heißt, in den nächsten 10 Minuten werde ich kurz einmal die allgemeinen Behandlungsmöglichkeiten darstellen, dann einige sozusagen Beispiele geben, wie die Standardtherapie bei Gliomen ausschaut und einen kurzen Ausblick auf mögliche, zwar nicht Standardtherapien, aber mögliche Therapieoptionen im Rezidiv geben. Wir haben es ja gerade schon gehört, sozusagen das Gliom, ein hirneigener Tumor und ist auch ein Tumor, der quasi nur im zentralen Nervensystem sich befindet und in aller Regel eben nicht metastasiert. Was, sage ich jetzt mal, wichtig ist, jetzt gar nicht so viel für Sie als Patient, außer dass Sie halt mit sozusagen der Diagnose sozusagen haben, aber für uns hat sich im letzten Jahr einiges geändert, weil eine neue Klassifikation rausgekommen ist. Und das ist etwas, was dann für Sie als Patient schon relevant ist, weil die Tumore quasi neu oder viele anders eingeteilt werden, als es bis dato gemacht wurde. Das heißt, wir unterscheiden jetzt zwei Klassen oder grob zwei Klassen bei den Gliomen. Das sind einmal die IDH-mutierten Gliomen. Da gehört zum Beispiel das Astrozytom IDH-mutiert dazu. Gibt es einen Grad 2, Grad 3, Grad 4. Grad 2 ist niedriggradig, Grad 4 ist hochgradig. Und dann das Oligodendroglium, was auch IDH-mutiert ist. Und dann gibt es die zweite Klasse sozusagen der Gliome. Das sind die IDH-Wildtyp-Gliome, wo das Glioblastom der Hauptvertreter der Klasse ist. Und letzter kleiner Exkurs, quasi so ein bisschen in die Details. Warum teilt man das so ein? Naja, wir brauchen das einerseits, um die richtige Diagnose zu stellen, aber andererseits sind diese Marker, die eben jetzt vorrangig herangezogen werden zur Diagnoseeinteilung, eben auch therapierelevant und deswegen auch für Sie als Patient relevant. Das heißt, neben dem, was wir gerade schon gehört haben, der IDH-Mutation oder IDH-Wildtyp-Status, gibt es eben auch den Marker 1P19Q, anhand dessen man die Diagnose des Oligodendrogliums stellt. Und dann gibt es unter anderem den MGMT-Promoter, der dann relevant ist, um zu entscheiden, welche Chemotherapie wir machen. Wir haben ja schon gehört, dass Hirntumore immer interdisziplinär behandelt und behandelt werden. Und therapeutisch gibt es daher sozusagen 3, für das Glioblastom 4 Therapiesäulen, die absolut fester Bestandteil der Therapie sind. Das eine ist die Operation, das zweite ist die Bestrahlung, das dritte die Chemotherapie oder medikamentöse Therapie und dann gibt es noch die Tumortherapiefelder, die die vierte Behandlungssäule beim Glioblastom darstellt. Chemotherapie, was bedeutet das? In aller Regel wird bei Gliomen eine Chemotherapie in Tablettenform ausgewählt, zumindest in der Primärtherapie, sprich in der Erstbehandlung. Die Chemotherapie zielt darauf ab, dass das Wachstum der Tumorzelle gehemmt wird. Und dadurch, dass wir einen Hirntumor haben, ist es auch essentiell, dass die Chemotherapie die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann. Mögliche Nebenwirkungen, die allgemein gesprochen unter der Chemotherapie auftreten können, sind einerseits Übelkeit, Erbrechen, Abgeschlagenheit und es kann eben auch zu Blutbildveränderungen kommen. Deswegen ist das auch etwas, was wir zumindest hier in Essen wöchentlich kontrollieren. Ganz präzise jetzt zur Therapie, wie behandle ich jetzt ein Astrozytom IDH mutiert? Da unterteilen wir auch noch mal so ein bisschen, um eben zu entscheiden, müssen wir eine Therapie machen oder sagen wir, okay, wir haben jetzt die Diagnose gestellt, der Tumor ist operiert und wir beobachten das Ganze. Es gibt Risikofaktoren und diese Risikofaktoren sind einerseits, wenn man bei Erstdiagnose älter als 40 Jahre ist und das zweite ist, wenn der Tumor nicht komplett entfernt werden konnte, eine sogenannte Teilresektion gemacht wurde. Das sind Risikofaktoren, die bei einem niedriggradigen Gliom, einem Grad 2 Gliom, was IDH mutiert ist, uns dazu bewegt zu sagen, okay, wir behandeln. Genauso behandeln wir einen Grad 3 und einen Grad 4 Tumor. Und die Behandlung sieht aus, dass eine Strahlentherapie gemacht wird. Hier haben wir in Essen den großen Vorteil, dass es eben auch das Protonenzentrum gibt. Das heißt, man kann letztlich auswählen, ob eine Proton- oder eine Photonentherapie gemacht wird.
Und nachfolgend, also wenn die Strahlentherapie beendet ist, kommt eine adjuvante, sozusagen eine nachfolgende Chemotherapie, wo wir häufig Temozolomid einsetzen für 12 Zyklen, bedeutet 12 Monaten Tabletten Chemotherapie. Man kann aber auch bei diesen Tumoren eine Kombinationstherapie mit Procarbazin und CCNU, auch beides Tabletten Chemotherapeutika, einsetzen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass es Risikofaktoren gibt. Wenn man jetzt einen Grad-2-Tumor hat, Astrozytom-EDH mutiert, und der komplett entfernt wurde und man jung ist bei ersten Diagnosen, dann bedeutet das für uns oder ist unsere Empfehlung an Sie vielmehr, dass wir erstmal keine Therapie machen, sondern das mittels MRT verlaufskontrollieren. Die gleiche Empfehlung ist auch für das Oligodendroglium. Das heißt, wenn es ein Grad-2-Tumor ist, der komplett entfernt wurde und man jung ist, sprich unter 40 Jahren, als der Tumor diagnostiziert wurde, auch dann machen wir eine Verlaufskontrolle. Hat man Risikofaktoren oder ist es ein Grad-3-Tumor, empfehlen wir auch hier erst eine Strahlentherapie und dann eine nachfolgende Chemotherapie. Und bei einem Oligodendroglium empfehlen wir die Kombination aus Procarbazin und CCNU. Einige Zentren nehmen noch Vincristin mit hinzu, macht man mittlerweile eigentlich nicht mehr so gerne, weil Vincristin viele unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringt. Wie schaut das Ganze jetzt für das Glioblastom aus, also ein EDH-Wildtyp-Tumor? Hier gibt es seit vielen Jahren die Standardtherapie, das sogenannte Stupp-Protokoll, was vielen von Ihnen wahrscheinlich auch ein Begriff ist. Bedeutet, wir machen eine Strahlentherapie und schon parallel zur Strahlentherapie eine Tablettenchemotherapie mit Temozolomid. Und wenn die kombinierte Strahlenchemotherapie abgeschlossen ist, kommt danach noch eine Phase, in aller Regel 6 Zyklen, mit einer Tablettenchemotherapie mit Temozolomid. Es gibt basierend auf der CTEC-Studie, die federführend auch von Professor Glas mitgeleitet wurde, eine positive Entwicklung in der Neuroonkologie, weil hier gezeigt werden konnte, dass mit einer Kombinationschemotherapie, also nicht in Anführungsstrichen nur Temodal, sondern Temodal plus CCNU, dass das eine positive Auswirkung auf das Gesamtüberleben hat. Das heißt, bei Patienten, und hier ist wichtig der MGMT-Promoter, den ich vorhin angesprochen habe, bei Patienten, die klinisch fit sind, ja, sprich die wenig Einschränkungen durch ihren Tumor haben und die einen methylierten MGMT-Promoter-Status haben, kann man das CTEC-Schema anwenden, was bedeutet, dass man die Strahlentherapie macht und parallel dazu die Kombinationstherapie aus den beiden Chemotherapeutikern und das eben auch nach Abschluss der Strahlentherapie noch weiter fortführt. Ganz kurz nur, weil es natürlich auch wichtig ist und wir ja vorhin auch gehört haben, dass das Erkrankungsalter von Gliomen häufig auch 60 plus ist. Ältere Patienten, die an einem Glioblastom erkranken, muss man immer etwas abwägen, sozusagen, wie ist das klinische Befinden, wie ist der Allgemeinzustand des Patienten, wie ist der MGMT-Promoter und abhängig davon würden wir die Therapie entscheiden, ob wir sagen, eine alleinige Strahlentherapie oder eine Therapie nach Stupp-Protokoll, wie man zum Beispiel auch einen jüngeren Patienten behandelt. Für das Glioblastom ist die vierte Therapiesäule, die ich vorhin schon erwähnt habe, essentieller Bestandteil der Standardtherapien. Was sind Tumortherapiefelder? Das ist letztlich ein elektrisches Wechselfeld, was mittels Klebeelektroden an der Kopfhaut angebracht wird. Ist hier auch einmal exemplarisch auf dem Bild dargestellt. Und auch das führt dazu, dass letztlich die Zellteilung oder das Tumorwachstum gehemmt werden. Die Wechselfelder werden zur Chemotherapie mit hinzugenommen. Und sage ich jetzt mal in puncto Nebenwirkungen, weil man sich natürlich fragen kann, macht das nicht viel mehr Nebenwirkungen oder wenn da ein Pflaster auf der Haut klebt, macht das nicht Einschränkungen? Ist, ja, es können Hautirritationen, sprich Juckreiz oder eine Rötung auftreten. Ansonsten ist das, was man aus Studiendaten weiß und das, was uns eben auch so im Klinikalltag tagtäglich letztlich entgeht, also was wir so mitbekommen, ist, dass
gerade in puncto Lebensqualität die meisten Patienten keine große Einschränkung unter der Therapie der Wechselfelder haben. Es geht ja hauptsächlich um Standardtherapien. Ein kleiner Ausblick, weil natürlich man jetzt auch überlegen kann, naja, jetzt ist quasi die Chemotherapie im Standard, die Wechselfelder sind im Standard. Aber das Anwendungskonzept, sprich, dass man erst die Strahlen und die Chemotherapie macht und dann anschließend die Chemotherapie und die Wechselfelder, ist das unbedingt der Standard oder kann man vielleicht schon die Wechselfelder von Anfang an mit hinzunehmen, sprich, dass man eine Strahlentherapie, eine Chemotherapie und die Wechselfelder macht. Das wird momentan in einer großen weltweiten Studie, der Trident-Studie, angeschaut, wo wir hier auch mit als Prüfzentrum aktiv sind, denn auch hier muss man gucken, was ist der Standard. Ja? Und da gab es, das haben wir eben schon im Vortrag von Frau Guberina gehört, den PRICO-Trial, den wir hier in Essen auch durchgeführt haben, was eben auch schon mal eine Vorgängerstudie war, wo wir uns genau das schon mal einmal angeschaut haben. Jetzt haben wir viel zur Primärtherapie, sprich zur Erstlinientherapie gehört. Wichtig ist natürlich auch, welche Optionen stehen Ihnen als Patienten zur Verfügung, wenn es zu einem erneuten Tumorwachstum kommt. Und auch hier kommen die 3 bzw. 4 Säulen beim Glioblastom oder für das Glioblastom wieder ins Spiel, weil wir immer individuell gucken müssen, was ist die bestmögliche Therapie für Sie. Das heißt, wir müssen gucken, können wir nochmal operieren? Wir schauen, gibt es eine Strahlenreserve? Ja, ist der Tumor an der gleichen Stelle, wo er das erste Mal war oder an einer anderen Stelle? Und medikamentöse Therapie bzw. Chemotherapie ist etwas, was wir immer prüfen und wo wir häufig auch viele Optionen im Rezidiv zur Verfügung haben. Und auch die Wechselfelder, TT-Fields auch genannt, auch das ist etwas bei Patienten mit einem Glioblastom im Rezidiv, dass wir auch da häufig empfehlen, diese Therapie weiterhin fortzuführen. Konkret, was bedeutet Chemotherapie im Rezidiv? Es gibt verschiedene Möglichkeiten und hier ist überhaupt kein Standard definiert, außer dass man eben anhand von klinischen Studien weiß, dass man Medikamente anwenden kann oder dass eben eine Studie negativ war oder eben nicht gezeigt hat, dass die Anwendung der Medikamente zum Vorteil ist. Welche Medikamente wenden wir häufig an? Einerseits kann man überlegen, das ist auch so ein bisschen abhängig davon, wie rasch der Tumor wieder wächst, dass man möglicherweise das gleiche Chemotherapeutikum nochmal einsetzt. In den meisten Fällen ist das Temozolomid. Dann gibt es noch ein zweites Chemomedikament, was wir häufig anwenden. Das ist das CCNU, das Lumustin. Das ist eine Möglichkeit im Rezidiv. Und dann gibt es noch 2 weitere Medikamente, die wir auch häufig anwenden. Das eine ist das Bevacizumab. Das ist eine Infusionstherapie, insofern anders zu den bisher genannten Chemotherapien. Das ist ein Antikörper, der gegen den Wachstumsfaktor von Blutgefäßen wirkt. Und dann gibt es noch das Regorafenib. Auch das ist eine Tablettenchemotherapie, aber hat einen ähnlichen Ansatz wie das Bevacizumab, sprich, dass man eben auch die Neubildung von Blutgefäßen oder ja, Wachstumsfaktoren von Blutgefäßen letztlich hemmen möchte. Beide Medikamente, das Bevacizumab und das Regorafenib, sind Medikamente, die man bei der Krankenkasse beantragen muss. Sprich, das ist nicht einfach etwas, was man so rezeptieren kann. Das braucht ein bisschen Vorlauf und ist auch nicht immer so, dass die Krankenkassen dies oder dem zustimmen, dass man die Therapie anwenden kann. Das ist quasi das, was ist mittlerweile oder was wir so standardmäßig in Anführungsstrichen im Rezidiv anwenden. Meine Kollegen Herr Kebi und Herr Lazaridis werden da nochmal einen, ich sage mal, einen detaillierteren Ausblick gleich geben, was man sonst über den Tellerrand geguckt quasi noch machen kann. Deswegen werde ich jetzt hier nicht weiter ausholen. Genau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Schmidt, für diesen sehr schönen und übersichtlichen Vortrag. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht tatsächlich zuerst mit den Fragen, die zu Ihrem Vortrag passen, beginnen und dann noch zurückgehen zu den Wortmeldungen und zu den Fragen, die für die Strahlentherapie geeignet waren. Die erste Frage war, was bedeutet IDH mutiert?
Ja, also es ist letztlich eine Eigenschaft, die quasi die Tumorzelle mit sich bringt und bedeutet, dass die Tumorzelle tendenziell eher ein langsameres Wachstumsverhalten hat. Okay. Nächste Frage war, unter welcher Kategorie ein Tektogliom fällt? Das ist jetzt erstens. Bezieht sich das jetzt auf die neue Klassifizierung oder? Ja, man muss dazu sagen, es hängt ja jetzt auch von der Lokalisation ab, so wie ich Ja. verstehe. Ich glaube, wichtig ist, wie schon immer schon erwähnt worden ist, dass man sonst die genaue Molekularuntersuchung auch nochmal darstellt, was eben von der Neuropathologie angegeben worden ist, wo man dann wirklich anhand dieser Eigenschaften dann sagen kann, mit was für einem Tumor es sich da handelt. Auf jeden Fall ist da auch mit dem Tektum vor allem die Lokalisation genannt. Als nächste wichtige Frage, ist die TTF-Therapie ebenfalls für Patienten mit ASTRO4 geeignet? Ja, da muss man so ein bisschen ausholen. Und zwar also es gibt Patienten, die mit einem Astrozytom Grad 4 TT-Fields bekommen. Und es ist auch richtig, dass man das sofort mit verschreiben kann. Das beruht darauf, dass die Studiendaten, die gemacht worden sind, die dann auch zur Zulassung der Tumortherapiefelder geführt haben, dass die sowohl das jetzt klar klassifizierte Glioblastom inkludiert haben, wie auch eben Astrozytom Grad 4 Tumoren. Von dem her, ja, man kann das auch bei einem Grad 4 Astrozytom anwenden. Und da knüpft auch schon so ähnlich die nächste Frage. Und zwar wurde beim Patienten ein Stupp-Schema angewendet, inklusive Optiontherapie. Die Chemotherapie sei aktuell in dem sechsten Zyklus und im letzten MRT hat man eine positive Entwicklung mit Regredienz gesehen. Die Frage lautet, ob danach die Optiontherapie trotzdem weiterhelfen würde. Ja, also ich sage mal, es ist nicht so wie mit der Chemotherapie, dass man sagt, wenn die 6 Zyklen vorbei sind, dass die Tumortherapiefelder dann auch beendet werden müssen, sondern wir empfehlen unseren Patienten auch, also dass man das definitiv fortführen kann, auf alle Fälle. Ja, vielen Dank. Aber man So. muss dazu sagen, wenn ich eine Sache ergänzen darf, das kommt ja daher, dass es in der Ursprungsstudie, die durchgeführt wurde, das dann behandelt wurde mit den Wechselfällen bis zum zweiten Rezidiv. Dann hat man versucht, später nochmal in diese Patientengruppe reinzuschauen, also in die Daten und herauszufinden, ob Patienten wirklich davon profitieren, wenn die über das Rezidiv, was ja sehr ungewöhnlich ist, behandelt werden. Und in dieser nachträglichen Analyse, das muss man natürlich ein bisschen mit Vorsicht auch genießen, konnte gezeigt werden, dass die Patienten davon profitieren. Wir wissen es aber nicht definitiv, muss man ganz klar sagen, und machen das so, als richtig, was Frau Schmidt sagt, wir machen das in Essen so, dass wir das von Fall zu Fall dann diskutieren. Das spielt natürlich auch Faktoren eine Rolle wie Lebensqualität etc. Das ist kein Muss, aber wenn man sich auf die Daten verlassen will oder mag momentan, dann würde man sagen, ja, fortführen. Gut, ich glaube, wir hatten eine Wortmeldung, wenn ich das richtig verstanden hatte. Genau, Herr Fisch hatte sich gemeldet. Dann würde ich das Mikrofon freischalten. Ja. Herr Fisch, Sie müssten es jetzt noch aktiv selber in der Fußzeile aktivieren, um sprechen zu können. Sie müssten in Ihrer Fußzeile so ein kleines Mikrofon-Icon haben. Das müsste jetzt durchgestrichen sein. Wenn Sie da draufklicken, dann können Sie sprechen. Okay, vielleicht hat es sich auch erledigt. Möchten Sie dann erst die beiden noch schriftlich Dann würde gestellt ich sonst fragen? vielleicht die schriftlichen Fragen stellen. Die sind vor allem an die Frau Guberina gerichtet. Und zwar geht es um ein anaplastisches Kleomorphen-Xanthoastrozytom, welches bereits eine Bestrahlung erhalten hat.
und nichts gebracht haben soll und was für Bestrahlungsmöglichkeiten es noch gibt. Genau, hier bei jeder Rehbestrahlung ist es wirklich essentiell, dass wir die genauen Vorbestrahlungsunterlagen verfügbar haben. Nur so können wir eine Rehbestrahlung optimal planen und darüber entscheiden, was machbar ist. Also ich empfehle wirklich jedem Patienten, der eine Zweitmeinung wünscht über eine Rehbestrahlung, dass er wirklich sämtliche Bildgebung und sämtliche Vorbestrahlungsunterlagen zum Beratungsgespräch mitbringt. Und dann können wir in einem Beratungsgespräch klären, welche Möglichkeiten der weiteren Therapie sich ergeben. Gut. Wir haben, glaube ich, noch eine Wortmeldung von Herrn von der Heide. Ich schalte das Mikrofon frei. Ja, ich habe auch den Mikrofonschalter gefunden. Ich hätte eine Anmerkung zu dem Temozolamid und dem methylierten MGMT-Promoter. Kann man sagen, dass das Temozolamid in etwa wirkt wie Notausschalter für die Vermehrung von Tumorzellen, wenn dieser myelierte MGMT-Promoter vorliegt? Das heißt, die Zellteilung dann hemmt oder ausschaltet der Tumorzellen. Also wenn der MGMT-Promoter methyliert ist, dann kann die Chemotherapie vereinfacht gesagt besser wirken. Ja, dass sozusagen die Wirkung von dem Temozolomid, dass das dann besser angreifen kann. Ne? Und deswegen wissen wir auch bei Methylierten, dass eben das Ansprechen der Chemotherapie besser ist. Ja, das greift halt in den Zellstoffwechsel ein dann. Vielleicht kann ich das auflösen. Also es ist so, dass das MGMT ein DNA-Reparaturprotein ist. Das heißt, es ist dafür da, das Erbgut von Tumorzellen von Schäden sozusagen zu befreien, indem es repariert. Wenn der MGMT-Promoter methyliert ist, dann funktioniert das MGMT-Protein nicht. Aha. Ne? Und dadurch kommt es dazu, dass Reparaturen sozusagen am Tumor selber, am Erbgut, besser ausgeführt werden können. Also im Prinzip werden quasi diese Veränderungen, die myelierten Veränderungen, die werden blockiert durch das Temozolamid und damit können die funktionierenden MGMT-Promotoren funktionieren. Ja, oder anders gesagt, wenn der MGMT-Promoter methyliert ist, dann funktioniert die DNA-Reparatur nicht. Ja, aber wenn jetzt im Prinzip diese myelierten MGMT-Promotoren von dem Temozolamid blockiert werden, dann funktionieren die nicht methylierten MGMT-Promotoren wieder. Ja, so ganz einfach ist es nicht, weil es handelt sich um ein und das gleiche Gen. Also es ist nicht so, dass wir da verschiedene Gene haben. Okay. Deswegen ist das quasi, ja, also wenn das war für mich so eine Art Verständnisfrage. Wenn es einmal ausgeschaltet ist, dann ist es ausgeschaltet. Ja, okay, danke. Bitte. Dann war noch eine Frage aus dem Chat, wie weit sich die Technik des Cyberknives etabliert hat. Ja, also CyberKnife ist auch eine etablierte Technologie, auch ein Linearbeschleuniger, der computergestützt und robotergestützt behandeln kann und auch im Millimeterbereich. Es handelt sich auch um eine Photonentechnik im Gegensatz zum GammaKnife. Und ich meine, der wesentliche Unterschied zwischen einem Linearbeschleuniger und CyberKnife, dass man keine Cone-Beam-Computer-CTs zum Image-Guidance und zur Neuronavigation verwendet. Allerdings, was die Präzision betrifft, sagen die Hersteller, dass die CyberKnife-Technologie vergleichbar ist. Okay, dann würde ich noch die letzte Frage stellen, bevor wir zum nächsten Block übergehen. Und zwar bei einem IDH-mutierten Astrozytom wurde 12 Zyklen Temozolomid gegeben und dann eine Therapie mit Procarbazin und CCNU über 6 Zyklen. Und da wäre jetzt die Frage, ob in der Rezidivsituation Procarbazin nicht auch eine Option wäre, angenommen Temozolomid als erste Therapie. Geht an die neuroonkologischen Kollegen.
Also Procalcin in Kombination mit CCNU kann man definitiv im Rezidiv überlegen. Ja. Also wäre eine Option. Gut, dann würden wir mit dem nächsten Block starten.